und herzlich willkommen zu Pawn Attack. Wie du siehst, bin ich heute überhaupt nicht gestylt, sondern richtig außer Atem, wahrscheinlich auch ziemlich rot im Gesicht und geschwitzt. Und das liegt daran, dass ich gerade mein Sommerfit-Workout hinter mich gebracht habe. Das Workout ist nur 12 Minuten lang, aber es hat es richtig in sich. Und ich kann dir versprechen, wenn du so ein Workout an den meisten Tagen der Woche machst und dich dazu gesund ernährst, dass du innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit, wirklich innerhalb weniger Wochen, richtig tolle Ergebnisse fühlen und vor allem auch sehen kannst. Ich habe dir hier in diesem Video mal meine Übungen mitgeschnitten. Wenn du möchtest, kannst du das zu Hause gerne nachmachen. Wir trainieren 12 Minuten lang, wie schon gesagt, 30 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Übungen. Es sind 6 Übungen insgesamt und wir machen 3 Runden. So kommen wir genau auf 12 Minuten. Ich würde mich freuen, wenn du es zu Hause mal ausprobierst und lass mich einfach in den Kommentaren wissen, wie es dir gefallen hat. Außerdem kannst du natürlich immer noch meine 90 völlig kostenlosen Rezepte für schnelleren Körperfettabbau anfordern. Es ist wirklich kostenlos, wirst dafür keinen Cent zahlen. Alles, was du tun musst, ist hier unter dem Video auf den Link zu klicken und ich sende dir meine Rezepte per E-Mail zu. Bis dann, ciao. Bei diesem Workout hast du 6 Übungen bzw. 5 Stück, aber die erste Übung machst du auf der rechten und auf der linken Seite. Du hast 30 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Übungen, 3 Runden, so kommst du auf 12 Minuten. Die erste Übung ist die Side Plank mit Reach. Komm dafür in den seitlichen Unterarmstütz, spann deinen Bauch an, halte die Hüfte oben und versuch jetzt mit dem Ellbogen immer nach unten zu kommen, deine Matte zu berühren und wieder zu öffnen. Versuch dabei deine Hüfte oben zu halten und spann deinen Bauch fester an. Die nächste Übung sind die Dynamic Squats. Hier startest du mit den Füßen parallel. Dann springst du mit beiden Füßen auf und versuchst abwechselnd mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren. Schau geradeaus, halte den Oberkörper aufrecht. Die nächste Übung ist das Schiffchen für deine gesamte Bauchmuskulatur. Spann deinen Körper richtig fest an, zieh deinen Bauchnabel nach innen und versuch jetzt nach vorne und hinten zu schaukeln. Du kannst diese Übung leichter machen, indem du die Hände vor der Brust verschränkst. Weiter geht es mit der Diamantenliegestütze. Hierfür ist ganz wichtig, dass du deine Hände in einem Dreieck hältst. Halte deinen Bauch fester angespannt, deinen Rücken ganz gerade. Beim Einatmen kommst du nach unten, beim Ausatmen drückst du dich hoch. Du kannst die Übung leichter machen, indem du sie auf den Knien ausführst. Weiter geht es mit den Lateral Jumps. Starte mit den Füßen parallel und spring über eine imaginäre Linie von links nach rechts. Feder weich in den Knien ab,